Im 18. Jahrhundert hatte nicht jeder das Glück, dass er, wie Justus Möser, in eine wohlhabende und sehr gut gebildete Familie hineingeboren wurde. Möser hatte das Glück, dass er eine ordentliche Schule besuchen konnte. Er war am Ratsgymnasium. Wir haben hier die Ordnung des Ratsgymnasiums. Und er wurde sogar zum Studieren nach Jena und nach Göttingen geschickt. Und da haben wir wieder sehr spannende Objekte, nämlich seine Original, wenn man so will, seine Schul- und Studienbücher. Die Gesetze, die er studiert hat, hat er in den Vorlesungen hier mit seiner eigenen Schrift kommentiert. Kann man hier sehen. Und was sagt uns das? Auch im 18. Jahrhundert war Bildung schon etwas ganz besonders Wichtiges. Und was der Justus Möser aus seiner Bildung gemacht hat, das sehen wir zum Beispiel im nächsten Kapitel, Nummer 2. Möser wurde in eine Ständegesellschaft hineingeboren. Die Zeit des Absolutismus ist das. Herrscher sind von Gott eingesetzt, von oben, sind allmächtig im Grunde. Und unter den Fürsten, Königen ist dann der Adel, ist der geistliche Stand. Irgendwann kommen die Bürger, die Handwerker und dann die Bauern und die einfachen Menschen ganz unten. Ständegesellschaft bedeutet, wenn man als Adeliger geboren wurde, dann war man sein Leben lang im Stand des Adels fest verwurzelt. Möser war Bürger und war damit bürgerlich. Seine Freunde waren aber zu der Zeit durchaus adelig und er hatte Förderer im Adel. Und das bedeutete, dass hier eine Chance war für ihn, Karriere zu machen. Und diese Chance hat er auch genutzt. 1747 war er bereits im Alter von 27 Jahren Advocatus Patriae. Das war die wichtigste juristische Person im Hochstift Osnabrück. So ganz ohne Talent ging das nicht, ganz ohne Vitamin B ging es auch nicht. Aber es war der Start seiner Karriere, er war bekannt und er hat gewusst, seine Möglichkeiten dann weiter auszubauen. Und wie das ging, das schauen wir uns in den nächsten Kapiteln an.